Hallo Leute und herzlich willkommen zu Resident Evil 1 Director's Cut. Und ja, da ihr nicht so viel hören konntet bei den Parts mit Jill, dachte ich mir, ich drehe mit Chris auf der sogenannten, ja, höchsten Schwierigkeitsstufe fortgeschritten. War doch, denke ich mir mal, die höchste. Und ja, dann zeige ich euch mal das Geschehnis mit Chris. Natürlich lasse ich die Clips auch noch laufen und so, damit ihr das nochmal in besserer Quali irgendwie habt. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle Chris, of our mission. You found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Ich frag mich trotzdem, warum die bei Teil 2 nicht auch so ein Intro gemacht Barry haben oder bei Teil 3. Resident Evil. Ja, es kommt jetzt noch ein bisschen Story. Ja, Gelaber halt. I don't know what happened. Barry, where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably... No. What is that?
I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Chris? Take care. Komisch, warum haben die auf Fortgeschritten irgendwie andere Klamotten? Liegt das daran, weil ich schon mal durchgespielt habe? Ja, Steuerung ist ja was anderes. Ach, was anderes. Anders als wie bei Teil 2 manchmal, so ins Menü zu kommen und so. Ja, ich dachte mir, ich bin es euch irgendwie... Okay. Auf Fortgeschritten ist irgendwie alles... Ich glaube, ich habe das noch nie auf Fortgeschritten gespielt. Da bin ich mal gespannt. Cool. Ja gut, dann kann ich euch das auch mal zeigen. Ja, der will uns ans Leder, aber das lassen wir nicht zu. Wir holen uns nämlich erstmal eine richtige Waffe mit dem Messer. Finde ich es persönlich ziemlich blöd zu kämpfen. Bei Code Veronica X mit Claire ist das Messer, glaube ich, das stärkste Messer in... Ja, in dem je ein Resident Evil Teil, ja, das Messer richtig von Nutzen war. Wesker? Jill? What happened to Jill and Wesker? Gut. Wir haben wenigstens eine Beretta. Jetzt bin ich mal gespannt, wo, ja, wo wir am besten hingehen und dies und jenes. Weil irgendwie ist dieses Emblem, was es eigentlich normalerweise gibt, irgendwie nicht da, wo es sein sollte. Ne, wir nehmen das jetzt, wir lassen das erstmal hier liegen, wir können später abspeichern. Dann bin ich mal äußerst gespannt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich denke mir mal, weil ich auf PlayStation 1 noch nie auf Fortgeschritten gespielt habe. Okay, da vorne. Okay. Ja komm, gib uns die Munition, damit wir den Zombie da wegballern können. Aber ich... Wow. Perfekt. Besser geht's nicht. Das ist auf Fortgeschritten. Auf Fortgeschritten haben wir einen Headshot gelandet. Mit Jill ist mir das, glaube ich, noch nicht mal mit normalen Pistole... Ach, überhaupt so passiert. Hier brauchen wir... Ein Schwert ist eingraviert. Von Infrariegel. Stimmt, später kommen wir da erst hin. Ich frage mich, wohin uns das jetzt alles führen wird. Das Emblem ist nicht an der Stelle, wo es sein sollte. Können wir vielleicht... Nee, können wir nicht. Ich dachte, wir können das jetzt wegschieben. Mies, mies, mies. Da bin ich gespannt. So. Wo gehen wir denn als erstes lang? Hier können wir, glaube ich, nur die Karte holen. So wie ich mich noch dran erinnere. Ja, also rein können wir ja zumindest. LOL! Was soll das denn jetzt?
andere Kameraperspektiven. Auch fortgeschritten. Alter. Naja, jetzt seht ihr wenigstens einen ziemlich krassen Vergleich, den selbst ich noch nie irgendwie in Erfahrung bringen durfte oder konnte. Aber warum zeigt das da so hin? Ja, die Karte nehmen wir erstmal mit. Ist ja logisch. Gibt's hier was? Okay, nee, irgendwie nicht. Voll merkwürdig, oder? Ich blick da noch nicht ganz durch. Wow. Hier schon. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, Mann. Oh Mann, ich bin zu weit nach vorne gegangen. Da habe ich mich jetzt aber erschreckt. Noch ein Verband. Nee. Wir wissen ja, mit Chris haben wir immer Gepäckschwierigkeiten. Und können so wenig Sachen mitnehmen. Deswegen Farbbänder lassen wir erstmal liegen. Oh Mann. Überall diese Schwerter. Ja, stimmt, das habe ich ja schon. Voll komisch, aber voll gruselig, diese Perspektive auf einmal. Wenn man das vorher nicht kennt oder gekannt hat, ist das echt merkwürdig. Hier müssen wir auch ein Stück. Ja, müssen wir. Okay, es scheint sich nicht zu viel verändert zu haben, oder? Ich weiß nicht. Nee, nee, nee. Das habe ich mir da angetan, auch fortgeschritten. Ich dachte, wird jetzt easy run, aber okay. Scheinbar doch nicht. Alter, die Perspektiven sind wirklich immer anders. Krass. Aber aus der Perspektive das Ganze zu sehen, ist irgendwie voll interessant. Oder findet ihr nicht auch? Mann. Krass. Irgendwie, als wenn das so spiegelt. Ja, ich habe so ein Gefühl, das ist so eine Art Spiegel verkehrt. Okay. Bin ich gespannt. Das heißt, es könnten auch andere Kreaturen auf einmal kommen in Räumen, wo wir das jetzt nicht gedacht. Okay, wir dürfen also auf alles gefasst sein. Selbst ich könnte mich jetzt je nachdem noch erschrecken. Boah, so. Was haben wir denn hier? Okay. Erstmal Munition, immer wichtig. Ich versuche, ja, Zombies, die ich irgendwie leicht umgehen kann, irgendwie zu umgehen. Alter, was war das? Ich schon wieder den Kopf getroffen. Ich bin irgendwie gut Headshot am machen, ja. Anders irgendwie. Kann ich mir. Was? Der hat einen Schlüssel. Und der steht auf. Auf der Standardversion, da steht der nicht auf. Krass. Jetzt weiß ich auch, wo ein Kumpel zu mir meinte, ja, ist das nicht da, wo dieser eine aufsteht? Und ich meinte zu dem, nein, das stimmt nicht, Mann. Aber scheinbar hatte er recht. Dann nehme ich alles zurück. Sorry, Mann. Boah. Was für ein Schiss haben wir denn? Ich glaube, den Rüstungs, oder? Bin ich mal gespannt. Tatsächlich. Komisch, komisch. Können wir hier schon rein? Ja, können wir. Ich versuche die Parts immer 20 Minuten zu halten. Okay, da gehen wir jetzt noch nicht rein. Ey, schon wieder Headshot. Naja, egal, haben wir Munition gespart. Für mich trifft sich das gut. Schon krass. Diese Kameraperspektiven. Nee, mich freut das voll. Jetzt habe ich voll Bock, das nochmal zu zocken. Also so richtig Bock. Hatte ich vorher schon auch, aber... Ja, wer hätte das gedacht? Hallo? Capcom, ihr überrascht mich immer wieder aufs Neue. Wie macht ihr das nur?
So, Rätsel ist leicht gelöst. Zack. Ja, ist ein Schalter. Hätten wir das nämlich nicht verstopft, wäre Giftgas ausgeströmt und wir wären vergiftet, glaube ich, oder wir hätten nur Energie verloren. Ich weiß es gar nicht mehr, ob die das hier auch schon so eingeführt hatten. Hä? Toll, hier kriegt man das also. Gut, dann weiß ich schon mal, wo man das hier bekommt. Ich muss aber erstmal eine Truhe finden, das ist ja nervig, ey. Oh, da steht ja ein Kumpel. Oha, diesmal geht der Kopf nicht kaputt. Alter, was hältst du aus, wenn der Kopf nicht kaputt geht? Krass. Bist du jetzt tot? Scheinbar. Bam, Headshot. Och Mann, nein, ich will das doch nicht prüfen. Ja, Teil 1 müsst ihr wissen, ist ein bisschen langsamer, so von den Frames und so. Da war das noch nicht so ausarbeitet wie in Teil 2. Wenn ihr mal Teil 1 spielt und danach direkt Teil 2, werdet ihr die Unterschiede merken, glaubt mir. Ich frag mich, ob jetzt auch in Räumen, wo vorher keine Zombies waren, ob da jetzt auch welche hinkommen. Oder auch vielleicht Hunter. Wer weiß, wer weiß. Ja, das muss ich euch jetzt nicht vorlesen. Das ist halt, wie man die Kräuter benutzt und bla. Und wenn es euch interessiert, dann ja, könnt ihr einfach auf Stopp drücken im richtigen Moment. Okay, hier ist alles aufgeräumt und bla. Toll, jetzt habe ich wieder zwei Schlüssel dabei. Auch noch so einen kleinen... Okay, die sind schon mal tot, das ist gut. Scheiße, warum habe ich nicht wieder den Kopf so aufgetroffen? Ich habe so ein Gefühl, auf Fortschritt hat man öfters die Möglichkeit, einen Headshot zu landen, indem man aber richtig zielt. Ich glaube, in den anderen Versionen dachten die so, ja, darauf würde man vielleicht nicht kommen, darum lassen die das Ganze. Alter, wie gruselig. Ja, Mann, wie viele denn noch? Komm, trifft doch den Kopf. Wisst ihr was? Ich mach mir einfach die Mühe, ist egal. Ja, komm. Aber das heißt, ich sollte das Messer öfter... Ach, das können wir jetzt gar nicht mitnehmen. Ah, wir haben ja noch ungefähr 2 Minuten. Das wird schon hinhauen. Denke ich mir. Toll, legt er das defekte Gewehr? Krass. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich ablegen soll. Ich leg erstmal das ab. Magazin. Kleine Schlüssel legen wir auch ab. Schnell mal remixen. Geht doch. Komm, defektes Gewehr. Dingens da. Genau. Wenn wir einmal dabei sind. Wieso nicht? So. Ich weiß nicht, soll man einen kleinen Schlüssel... Oh, sorry. Sollten wir den kleinen Schlüssel... Ich glaube, Heilung brauchen wir erstmal nicht. Also würde ich mal so sagen. Ich nehme mal noch das Kraut mit. Schon krasse Änderungen. Es würde mich nicht wundern, wenn sogar in Räumen, wo vorher kein... Also, wo... keine Zombies mehr lebten, auf einmal wieder Zombies sind. Scheiße, jetzt haben wir wieder keinen Platz. Nee, Leute. Ja, ich würde sagen, ich beende hier dann einfach den Part. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Oder schreibt einen Kommi. Es würde mich auch freuen, ein paar Abonnenten zu kriegen. Also dann, haut rein, wenn es wieder heißt Horror Time mit Mr. Horror Jumper. Auf Wiedersehen.